Hallo Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tower Conquest. Ich habe heute noch nicht viel gemacht. Wir können auf jeden Fall erstmal uns den kostenlosen Guntoad abholen hier im. Ich habe den schon wieder verwechselt. Wie heißt denn der? Ich habe den die ganze Zeit Guntoad genannt, den da. Aber der heißt Hammertoad. Okay, alles klar. Ja, wir haben ne, A und B, unsere beiden Super Squads. Okay, ich habe schon wieder eine Quest abgeschlossen. Visit your Army Gallery, send two squads to train them abgeschlossen, fight in five match arena matches. Das können wir gleich mal skippen, wunderbar. Summon 10 Hero Units und kill 50 Undead Units. So, das ist eine relativ easige Mission, eigentlich die kriege ich alle heute durch. Und wir haben wieder 33 Geschenke, die wir mitnehmen können. Und wir kommen mal von 391 auf 410, okay, also 10 Juwelchen haben wir bekommen. In Ordnung. Und wir machen gleich das Kistchen noch auf. Da sind nämlich, glaube ich, nochmal 25 Juwelen drin. 25, 54 Guntoads und 1000 Gold. Und dann können wir natürlich noch 73 mal giften. Was auch nochmal. Wir müssten die Kiste sogar voll haben. Ja. Ah, kommen wir auch mal und noch ein Collect hier, kann man mitnehmen. Kriegen wir so ein Temple Dog, 25 SP und 375 Gold. Und dann nehmen wir uns natürlich noch diese Kiste hier mit. Da sind 54 von diesem Undead Wild Old One oder wie er hieß, 1000 Gold und 25 Edelsteinchen. Wunderbar, ich habe jetzt natürlich nicht mal bei Facebook nachgeguckt, ob mich noch mehr Leute geaddet haben. Und es sind 5 neue Leute. 1, 2, 3, 4 und was weiteres noch. Okay, nur 4 Freunde, irgendwie neue. Whatever, so, die habe ich jetzt drin, die können wir dann irgendwann beim nächsten Mal annehmen. So, den kann man hier wurfen. Wow, der sieht krass aus. Der erinnert sich heftig. Ah, der sieht auch mega gut aus. Gut, hier wurfen wir ihn. Er hat einen Schädelhammer, welcher mit 5%iger Chance jeden Gegner in Reichweite betäuben wird. Dann haben wir noch den Bomberbot, den wir hier werfen können. Yo. Bombs explode with concussive force. What? Stunning dead targets. Okay, die explodieren und dann stunnen die irgendwie. Sieht auch mal geil aus. Wobei der blaue am coolsten aussieht. Ja, die dritte Form sieht am geilsten aus, finde ich. Aber macht mittlerweile 168 Schaden, ne? Ist nicht wenig. Und hier haben wir natürlich noch unseren Hero. Den wir natürlich evolven können. Gravity Field. Apply is unaffected. Slows down damaged units. Okay, also verletzte Einheiten werden geslowed. So wie ich das jetzt sehe. Werden wir aber immer noch nicht nehmen, den Helden. Der ist jetzt irgendwie noch nicht so relevant. So, wir nehmen unser B-Squad, glaube ich. Denn wir haben ja missionmäßig Play 5 Games with Squad B. Und mal gucken. So, hier sind wir beim Undead. Heißt also, das kriegen wir locker hin, denke ich mal. Wir kommen da locker durch. Was haben wir hier? Ein Ghost. Very fast, unstoppable units, damages all enemies. Hat 49 Leben und kann wahrscheinlich durch jeden Gegner durchlaufen einfach. Heißt ja ein Geist. Linebreaker units, bypass or eliminate the front line to attack fragile units behind the line. Linebreaker sind halt sowas wie diese explodierenden Viecher, die ich hier habe. Ja, hier jetzt nicht, aber egal. So, hier kommt gleich mal ein Tank nach vorne. Da ist er nämlich schon. Okay, das sind keine Linebreaker, würde ich jetzt nicht sagen. Ah ja, stimmt, da war ja irgendwas. Ich kann die Dings gar nicht angreifen, die... Die Lufteinheiten. Na, wir werden eh gleich erstmal Sun Goddess rufen, weil dann können die sich erstmal gegenseitig bekämpfen. Lass das! Ach, ich hasse dich, ey. Na gut. Dann bitte einmal schnell die Mission abschließen. Das ist eh vorbei. Ich krieg keine 3 Sternchen mehr. Da fehlte halt der Bogenschütze. Njung.
Behinderte Gegner. Und nochmal 80 Gold mitnehmen. Gut, mache ich später. Da haben wir. Jetzt haben wir keine fliegenden Einheiten mehr. Jetzt haben wir eigentlich einen Boss, einen Reaper. Summon a zombie for every unit enemy it kills. Ja, das ist relativ cool. Und einen Red Walker haben wir auch. Das ist natürlich uns ganz uncool gegen die Masseneinheiten, die wir haben. Aber egal, das mit Squad B kriegen wir das hin. Weil Squad B auch mega stark ist eigentlich. Tanky-mäßig und einfach Einheiten spammen. Das ist so der Gedanke hinter dieser Truppe. Vermutlich könnte man mal noch jeden Gegner vernichten. In der Arena. Okay. Und jetzt geht's los. Ja, 40 Schaden jedes Mal pro Einheit ist schon nicht wenig, ne? Und Red Walker, BAM! Ah ja, gleich kommt noch der Held. Red Walker ist gerade uncool, weil er einfach mal mega viel Damage gemacht hat. Aber sobald der Held kommt, können wir ihn eh einsaugen. Da ist er. Du musst keiner während der Zeit nichts machen. Da war etwas Gold gewesen, was wir leider nicht bekommen haben. Und er spawnt dummerweise sehr, sehr viele Einheiten. Aber gut, wir haben ihn trotzdem angreifen können und vernichten können. Bam! Weil die ja mittlerweile schon auf der dritten Evolve-Stufe ist. Oder dritten Entwicklungsstufe meines Sun Goddess. Haut ganz gut rein. Okay. Aber müssen wir auch summon 10 Hero Units. Alles klar. Wir haben aber jetzt aber gar keine Mission mehr hier. Das ist ja schade. Und eine Undead Chest. Es gibt 6 Leaper, 9 Zombies und 8 Banshees. Das ist jetzt irgendwie nicht so dolle. Aber gut, wir haben auch irgendwas in der Arena. Wir sind aufgestiegen, ne? Sehe ich schon. Wir haben 15 mal diesen Wobbler bekommen. Den kann man nämlich auch gleich mal mit reinnehmen. 6400 Punkte, bin damit auf Platz 1. Und dann claimen wir uns doch gleich mal die Kiste und die 15 Wobbler. Und in der Kiste sind drin 10 mal der Hero, 10 Knight, 5000 Gold und 10 Bomberbots. Also alles relativ unnütz. Heute gibt es diese Schnecke. Ach, da ist noch Calculating. Okay. Dann lass das mal kalkulieren. Ah, da haben wir einmal eine Banshee, die können wir evolven. Cursed Whale haben wir hier auf jeden Fall als neue Fähigkeit dazu. Und wir haben, na selbstverständlich, haben wir hier 40 Sterne erreicht. Da haben wir hier den King. Common Kingsman Hero, ein ganz normaler Held. Der ist jetzt nicht so doll. Dann haben wir hier die Krypta. Traps enemy units and damage them until the cage is broken. Okay. 60 Schaden ist jetzt nicht so viel, aber hält die halt, gehen halt fest, ist ganz praktisch. Dann haben wir einen Common Robot Minion, den Missile Bot. 275 Mana, 40 Leben, das heißt, durch die Geister ist er instant down, hat 8,3 Reichweite, also abartige Reichweite. Und 125 Damage, also der ist ganz ordentlich, muss ich sagen. Der ist ganz praktisch, würde ich sagen, wenn man den mal hätte. Da ist ja unser Ninja! 200 Mana, 50, 55 und 50. Und alle 1,2 Sekunden greift er an. Das ist auch nicht schwach. Den möchte ich auf jeden Fall auch gerne haben. Ah ja, und hier können wir noch den Wobbler freischalten. Theoretisch könnten wir ihn auch ins Team mit reinnehmen. Hat allerdings nur 2,3 Meter Reichweite. Und den Leaper, der ist auch ganz cool. Aber den werden wir erstmal noch nicht mit reinnehmen. Aber wir können auf jeden Fall in Squad Dings wahrscheinlich den Archer austauschen. Gegen halt... Na, gegen den Wobbler da. Gucken wir mal ganz kurz, wie viel Leben der hat. Wo ist er denn? Hier unten. Er hat auch nur 55 Leben, also viel ist es nicht. Macht allerdings vielen Leuten Schaden. Gucken wir mal, wie er ist. Denke aber nicht, dass wir ihn woanders mit... Achso, klar, wir können ihn noch aufrüsten.
198 Schaden, 109 Leben, das ist okay. Calculating, immer noch offline. Was ist denn da los, Mensch? Kann man wenigstens einen Gegner suchen? Der sollte ja danach eigentlich kalkulieren können. Gut, das ist eigentlich ein total easy win gegen den Gegner. Na, der Crane Raider kennte vielleicht. Aber bei der Bomberwolke mir auch ziemlich auf den Sack geht. Oh, aber die Gegner sind nicht so. Und der Gegner wäre jetzt nicht so stark. Allerdings weiß ich halt nicht, was ich als Belohnung kriege. Weil Calculating offline. Am Arsch, Alter. So, was haben wir hier noch ein kleines Geschenk von Hannes? Und zwar ein Lanzenträger, 375 Gold und 25 Special Points. Ja, irgendwie hat die App gerade ein paar Probleme, merke ich. Tja, kann man sonst noch machen? Wir könnten auf jeden Fall. Komm, wir machen die eine Dings noch, die eine Mission hier. Da ist er. Weil die müssen wir auf jeden Fall. Da werden wir mal ganz kurz mal Squad A nehmen. Wir haben allerdings hier nur den Wobbler dafür, ne? Und Terminus. Wobei, da hatten wir auch den. Ach, shit. Wir versuchen es mal. Ich meine, wir haben ja genug Energie dafür. Und ich möchte das ja auf jeden Fall eigentlich haben, alles. Also jetzt muss ich mir von der Zeit erst halt schnuppe, ne? Das ist mir jetzt egal. Ja. Da muss ich meinen Wobbler vorschicken, der halt sehr, sehr langsam ist. Gut. Nee, 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 nee. Ach, ist das heftig, Mann. Ah, okay, der Wobbler wird natürlich gekillt, ne? Aber der macht heftigen Damage. Guck dir das mal an, Alter. Ah, der wird dadurch natürlich weggenatzt. Aber egal. Mein Hammer-Tod reißt das schon. Ja, ganz cool. Level 16. Oh, Level 16 erreicht, alles klar. Erstmal maximale Energie, 24.000 Gold und 11 Rubine. Die Frage ist, wo maximale Energie? Beim aktuellen Squad oder beim... Okay, überall. Jeder Squad hat Maximum bekommen. Sehr cool. Jetzt können wir erstmal wieder alle aufrüsten. Das kostet natürlich abartig viel Gold. 10 Schaden nochmal dazu. 48 Leben dazu. Und hier nochmal 40 Leben und 15 Damage dazu. Genauso wie in Squad B. Nehmen wir uns den Turm. Den Zombie. Den Knight. Ich werde sowieso später wieder alle aufrüsten. Wenn ich genug Geld habe. Und die Sun Goddess noch auf 1000 HP geknackt. Kill 50 Undead Units und da schon sind wir bei 467 Kristalle. Jetzt haben wir übrigens das Ranking. Okay, die Krypta hätten wir hier. Das ist jetzt ehrlich gesagt nicht so wichtig für mich. Die Krypta ist mir ehrlich gesagt nicht so... Finde ich jetzt nicht so doll, ne? Also ich brauche sie jetzt nicht unbedingt. Werde ich mir jetzt auch nicht nehmen. Wobei, das ist ein Rare House. Wobei ich nicht verstehe, warum das ein Rare House sein soll. Also ich... Traps enemy units and damage them until the cage is broken. Ah, ich weiß nicht genau, wie das ist, aber ich glaube, die Krypta kriegen wir auch so, wenn wir die Gegner vernichten. Da müssen wir jetzt keinen Arena-Kampf machen. Wenn wir nochmal so 20 mal Terminus kriegen, wäre ganz cool, oder? Weil 15 scheint damals Maximum zu sein. Und vor allem diese Goldbelohnungen sind so witzlos, ey. Es lohnt sich überhaupt gar nicht, Ranking zu spielen. Das müsste ich, glaube ich, sogar schon zweimal kämpfen, um hier überhaupt in den Top 3 reinzukommen. Habe ich jetzt aber ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Wir machen erstmal ganz kurz eine kleine Pause. Sind in der nächsten Folge wieder. Ich habe wieder volle Energie. Das heißt, wir können wieder Energie raushauen ohne Ende. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis dann. Ciao.